Willkommen zur Pressekonferenz nach dem Heimspiel SV Meppen SC Verl. Endergebnis 2:0. Ich begrüße die beiden Cheftrainer Gorino Capretti, Entschuldigung, und unseren Cheftrainer Rico Schmidt. Unsere Gäste haben natürlich das erste Wort. Bitte schön. Ja, schönen guten Tag. Keine Sorge, Sie sind nicht der Erste, der meinen Namen falsch ausgesprochen hat. Das ist schon des Öfteren vorgekommen. Ja, als allererstes Glückwunsch zum Sieg. Ja, wir haben uns viel vorgenommen heute. Wir wussten, dass heute eine hitzige Atmosphäre herrschen wird, dass viele Zuschauer da sind und die meisten natürlich aus Meppen kommen. Ja, so war das auch und das war für uns Neuland. Also das war das erste Mal, dass wir in der dritten Liga mit so vielen Zuschauern gespielt haben und ich hatte das Gefühl, und davor hatte ich eigentlich auch gewarnt, dass die Jungs so ein bisschen beeindruckt waren von der Kulisse. Letzten Endes wollten wir unseren Fußball spielen. Wir sind aber kaum übers Übergangsspiel drüber gekommen. Also wir sind fast nie ins letzte Drittel gekommen. Wir hatten viele Ballverluste. Meppen hat das richtig gut verteidigt, war sehr leidenschaftlich, hat sich von der Atmosphäre tragen lassen, hat das gut gemacht. Und in der ersten Halbzeit können wir uns nicht beschweren, wenn wir vielleicht sogar noch ein Tor mehr kassieren. In der zweiten Halbzeit haben wir uns nochmal vorgenommen, wir liegen zurück, jetzt alles oder nichts. Wir wollen unbedingt das Tor schießen. Und ich kann meinen Jungs überhaupt keinen Vorwurf machen. Also die wollten, die haben alles reingegeben, hinterher so eine Scheißegal-Mentalität, waren am Ende auch hinten so ein bisschen offen. Klar kann man sich da auch einen Konter kriegen, oder kann man einen Konter kassieren, aber dann wäre es sowieso egal gewesen. Wir haben es versucht, am Ende hatten wir eine richtig dicke Chance mit Leo, der allein auf dem Torwart zudribbelt. Ich meine, dass er querlegen kann und eventuell schießen wir auch ein Tor. Aber wenn man sich wahrscheinlich die Statistiken anguckt, sprich Zweikämpfe, Torschüsse und so weiter, dann wird Meppen sicherlich vorne liegen. Und von daher muss man auch einmal neidlos anerkennen, dass Meppen sicherlich heute verdient gewonnen hat. Also Glückwunsch dazu. Und das Gute für uns ist jetzt, am Dienstag geht es sofort weiter gegen Braunschweig. Da haben wir gar keine große Zeit, da uns damit zu beschäftigen. Und das ist das einzig Positive hier. Also, alles Gute. Dankeschön. Rico, bitteschön. Ja, Verl ist ein sehr, sehr starker Gegner gewesen, was uns, sagen wir, alles abverlangt hat. An körperlicher Substanz, an Physis und dann auch an, von der Psyche her, in das Spiel reinzustarten. Wir haben uns ein, zwei Dinge zurechtgelegt, wie wir diese Spielstärke und vor allen Dingen ihr starkes Umschaltspiel nach Ballgewinn im Zentrum, wie wir das ein bisschen lösen können für uns, nicht in dieser Mausfalle zu tappen, immer wieder ins Zentrum einzuspielen, sondern das war das Ziel, die erste, zweite Linie praktisch immer sofort zu überspielen, gerade auch die Halbräume, die Außenräume zu bespielen. Das hat weitestgehend auch funktioniert in der ersten Halbzeit. Waren sofort drin im Spiel, zweimal hat es nicht funktioniert. Da hat dann noch Fair sofort gezeigt, was so drin steckt. Dann haben wir den zweiten Ball nicht aufnehmen können und dann zack, zack, ging es richtig schnell nach vorne. Und dann, wo der Innenverteidiger anläuft, Butaro angespielt wird, sieht doch gut aus. Aber über weite Strecken nur die größten Teile der ersten Halbzeit Spiel bestimmt. Wir sind die Entertainer mit den Zuschauern. Es ist ja nicht selbstverständlich, 6.000 Zuschauer zu haben gegen Verl. Und das ist einfach sensationell. Und da lässt sich die Mannschaft tragen, das Publikum tragen. Und das ist das, was wir dann auch mitgeben wollen, dass wir eine Leistung zeigen, nicht pomadig, nicht gucken und Hände hoch und du, sondern Ärmel hochkrempeln und Fußball spielen. Und das hat die Mannschaft in der ersten Halbzeit hervorragend auch umgesetzt. 1:0 geführt, Sahnetor, muss höher stehen, kann höher stehen, sicherlich überschattet. Die Verletzung Blacher, klare rote Karte, geht nur in die Beine hinein. Dort kann Verl sich glücklich schätzen, dass sie dort in Gleichzahl weiterspielen dürfen. Und das hat natürlich dann hier und dort auch mal immer ein Geschmäckle dabei. Zweite Halbzeit haben wir es nicht ganz so hinbekommen, das Spiel gegen den Ball zu organisieren. Da waren wir hier und dort ein bisschen zu ambitioniert, gerade vorne die erste Linie. Dieses Antrippeln der Innenverteidiger, das hat Verl dann gut gemacht, sehr mutig gemacht.
Konnte aber daraus kein Kapital schlagen. Und dann ging das ja hin und her, so Herzinfarkt-Fußball, wie ich es vorhin gesagt habe. Und ein bisschen zu euphorisch. Die große Chance entsteht ja aus dem eigenen Eckball, wo wir dann einfach der Rückraum wird aufgegeben und Rajovic kann dann ins schnelle Umschaltspiel gehen. Da hat man riesen Glück und eine riesen Leistung von Lars Bülling, der dort in höchster Not rettet. Das 2-0 ist ja nicht Makulatur gewesen, hatten davor große Chancen, den Deckel drauf zu setzen auf das Spiel. Starker Gegner, der uns alles abverlangt hat. Jetzt müssen wir gucken, wer alles spielfähig bleibt fürs Dienstagabendspiel in Mannheim. Jetzt erstmal durchschnaufen. Wir konnten unseren Fans wieder was zurückgeben, ein schönes Wochenende bereiten. Und wir, für uns geht's Blick nach vorne gerichtet, Mannheim vorzubereiten. Dankeschön. Vielen Dank, die beiden Trainern, unseren Gästen. Gute Heimreise und alles Gute für die Saison.